Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder zurück aus meinem Seminar. Eine Woche war ich jetzt weg, direkt Montag, 19.05 Uhr haben wir jetzt nach der Arbeit. Nächstes Video aufnehmen. Leute, man kennt's. Vielen Dank für alle, die den Kanal abonniert haben. Wir sind jetzt 236. Und beim nächsten Video 240 werden wir es auf jeden Fall richtig nice. Also haut ein Abo raus, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, wir haben heute mal wieder ein Gameplay mit der Sonnenblume. Es liegt daran, dass ich in der Zeit, in der Woche, wo ich die Videos aufgenommen habe, eigentlich fast nur mit Sonnenblumen gespielt habe, weil es ja, einfach Bock gemacht hat und ich die noch nicht hochgelevelt hatte. Nicht so hochgelevelt hatte, die Standardblume habe ich noch fast gar nicht gespielt. Und ja, dann dachte ich mir, das muss auch mal sein. Und die macht auch wirklich richtig Spaß. Also die ist auch wirklich sehr gut, die Standardblume. Besser als man jetzt vielleicht so denkt. Also richtig nice. Die Standardblume. Ich habe ja gesagt, als nächstes kommt das Video mit meinen 10 Lieblingsklassen, aber ich habe ja gesagt, ab 12 Likes, es waren jetzt nur 9 oder so. Deswegen Leute, 12 schafft er noch, dann hau ich das raus. Ja, dann hau ich als nächstes raus. Es liegt an euch, wann es halt noch rauskommt. Ist halt wirklich viel Aufwand und ja. Ich habe mir sogar schon meine Lieblingsklassen aufgeschrieben. 10 zu finden war sehr schwierig. Eigentlich braucht man Top 30. Na gut, Top 20 so. Aber naja, gut. Man kann die alles haben. Ich habe jetzt auch diesmal eine Folge mit nicht ganz so vielen Cuts, weil ich halt jetzt auch nicht mehr so viel Zeit habe. Aber ich denke, das müsste ganz gut sein, weil es eine kurze Runde ist mit vielen Kills. Für eine Sonnenblume relativ viel und dann müsste das eigentlich klar gehen. Ja. Hier sind wir bei einer 6er Serie gerade. Noch nicht so weit. Ich weiß jetzt auch nicht mehr im Kopf, wie hoch die Serie war mit der Blume, war jetzt nicht sonderlich hoch. War aber eine ganz gute Runde. Also. Ist halt schwierig. Ich nehme halt eigentlich, wenn ich hier bin, relativ viel auf und dann muss man halt sich für irgendwelche Runden dann entscheiden. Jetzt habe ich gerade einfach eine kurze Runde genommen, weil ich halt heute nicht so viel Zeit habe. Ja. Ich habe jetzt keine besonders krassen Runden mehr gemacht mit irgendwelchen Serien. Wenn ihr nochmal Bock auf eine Serie habt, dann werde ich mich da nochmal anstrengen und auf Serie gehen. Aber das geht halt immer nur so mit so ein paar Klassen. Ich kann jetzt nicht mit Standardblume wahrscheinlich eine 50er Serie reißen oder so. Also ich weiß es nicht. Kann ich ja mal probieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Stück schwerer. Hier sind wir jetzt. Ja, das war doch die Zeit, da war ich Level 1950 oder so. Jetzt bin ich Level 2120 oder so, wenn ich jetzt. Richtig, bin in einer Woche habe ich also ganz gut gelevelt. Jetzt habe ich ja wie gesagt eine Woche gar nicht gespielt und gestern dann wieder ein bisschen gezockt, aber nicht aufgenommen. War auch ganz nice. Bin ich auch von 10 Runden jede Runde Erster geworden oder von 9. Das war ganz cool. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute in Europa auf den Servern, da gibt es weniger Spieler. Ist auch oft die Lobby leer, aber wenn sie dann mal voll ist, dann sind so 2-3 gute Leute dabei. Auch der Rest ist irgendwie so nicht so stark wie auf den US-Servern, meiner Meinung nach. Vielleicht seht ihr da irgendwas anderes, aber ja, man trifft mehr Deutsche, mehr Leute, die die gleiche Sprache sprechen, das ist ganz cool. Aber sonst spiele ich eigentlich lieber auf den US-Servern, weil die Spieler da ein bisschen stärker sind. Aber es ist ganz lustig, ich habe mich ja in Loopmaster YouTube umbenannt und jetzt haben sehr viele Leute dann, deswegen sind dann auf meinem YouTube-Kanal, die mich hier in der Runde gesehen haben und haben. Einer hat dann auch schon ein Video gemacht, wo ich drin bin und hat mir dann geschrieben, wo ich bin. Das ist, ja, das war ganz lustig. Auf jeden Fall, wenn ihr mich online seht, das ist auf jeden Fall ganz witzig. Vielleicht hat mich ja schon irgendjemand mal getroffen von euch. Kann ja sein, wie gesagt, ich spiele auf dem PC. Ich
zocke gerne mit anderen Leuten, also wenn ihr Bock habt und PC habt, dann können wir gerne zusammen mal zocken. Jetzt ist die Runde hier auch schon gleich vorbei. Ihr seht es ja auch an der Videolänge. Den Garten konnten wir leider, den Friedhof konnten wir leider nicht einnehmen. Ja, so ist es. Für Aufnahmen, ich sag's nochmal, nicht, dass ihr wieder denkt, ich spiele mit der Sonnenblume nicht richtig und heile zu wenig. Ich mache für Aufnahmen ein bisschen mehr auf Kills. Und wenn ich die Sonnenblume so spiele, dann heile ich da auch schon noch mehr. Habt ihr ja auch bei meinem Sonnenpharao-Video gesehen. Falls ihr das gesehen habt, da habe ich auch die ganze Zeit geheilt und bin trotzdem Erster geworden. Aber ich dachte so, ein bisschen auf Kills gehen, kann man auch sehr gut mit einer Sonnenblume. Auch bei Gartenkommando ist das wirklich richtig nice. Ich spiele im Moment auch ein bisschen öfter Gartenkommando und versuche mich da mit Sonnenblumen und das ist immer ziemlich geil. Also Sonnenblumen bei Gartenkommando auch sehr geil. Hat er mich geholt. Ja. Ich bin am Ende einfach nochmal gestorben, das war ein bisschen so unnötig, aber Leute, heute mal eine kürzere Folge. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat, dass ich mich hier nach der Arbeit noch hinsetze. Eigentlich bin ich nämlich komplett am Arsch, aber ja, da so viele Leute jetzt abonniert haben, muss ich natürlich auch irgendwann mal was raushauen, ne? 21 Kills, 13 in der Serie und Erstlagmeister. Ja, Leute, da ist es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen, damit das Special-Video demnächst rauskommt. Ihr entscheidet. Lasst gerne einen Kommentar da. Ich freue mich über jedes Kommentar wirklich sehr. Und danke an alle, die mein letztes Video unterstützt haben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.